Jetzt musst du wieder beobachten, ob es wieder heiß wird. So. Hacke. Nein, geh weg. Autsch. Ich hab schon wieder, jetzt werde ich angeschimpft von Maria. Aua. Meine Eltern zum Beispiel haben Online-Reifen bestellt. Und was macht die BD? Der schmeißt die Reifen über den 3-Meter-Zaun. Zum Glück war nichts im Hof, was kaputt ging. Nein, Matze, lol. Alter. Ja, wo auch noch draufsteht, zerbrechlich, ne? Und dann schmeißen sie es über den Zaun. Lilly, guten Tag, Sind die alle weg? wie geht's So, war hier jetzt noch was? War es abgelenkt? Geh doch, kusch! dir? Niemand mag dich. Jetzt hat er dich. Jetzt hat er dich. Das Schöne ist bloß, was ich gerade rausgefunden habe, ich bin so schnell. Dann kannst du durch ihn durchschwimmen. Wie mit den Flossendreher. Hallo Matt, Servus, juhu. Na, alles klar. Bin Ja. da. Ich mach mal einen Anker los. Ja. Und weiter geht's ans Schmelzen. Bin da noch ein bisschen Stoff. Ist keine Muffel. So, bäh. Titan haben wir jetzt nur eins. Da war auch jetzt nichts mit Titan. Haben wir die Tiki gefunden? Ja, so eine schöne große Insel wäre mal wieder was, gell? Muss mal eine anstellen. Oh, das ist schön, Lilly. Ja, heute geht es mir mit Sicherheit besser, gell? Ja, das glaube ich dir. Mir geht's auch gut, Lilly. Aber ich hocke auch immer noch in einem kühlen Raum ohne Greenscreen, ohne dass ich angeblendet werde von den heißen Lampen. Die Hitze ist auch zu mir gekommen, ja. Kommt gleich eine. Okay. Schon zu sehen, da vorne. Wenn man vom Deibel spricht, dann ist er nicht weit. Ja, Mann. Ah, schön, Das Matt, war bei uns schön. auch. Und hallo, Fila, juhu. Na? Ich habe letztens mit Amazon wurden diskutiert, er wollte bei mir ein Paket abgeben und ich sagte, das ist nicht für mich, aber das ist doch die Adresse hier. Nein, das ist nicht, aber die andere gibt es nicht. Mir egal, ich nehme es nicht an. Als ich wieder rein bin, hat er es einfach vor die Tür gelegt und ist weg. Das Paket haben wir dann abends selber ausgeliefert, weil es 2 Straßen weiter sollte. Nein, Wolli. Das ist unverschämt. Gut, ich musste auch mal ein Paket 20 oder 25 Kilometer weiter weg abholen. Das ist auch pervers. Also 25 hin, 25 wieder zurückfahren, nur um ein Paket abzuholen, weil der es einfach nicht abgegeben hat. Wir waren ja sogar da zu der Uhrzeit, aber er hat es einfach mitgenommen, hat es vielleicht vergessen oder so. Und dann auf einmal stand auch die Stadt drauf. Ich so, wo müssen wir hin? Ja, mein Viehhiller, geil! Also, wenn du Tipps brauchst, gell? Immer fragen. Meinst du, das ist die Wosch-Zippel-Insel? Meinst du, das ist die Alexander? Ja, ist die Wurstzippel-Insel.
Das ist die Waschzippelinsel, Alexander. Cool. Die Waschzippelinsel. Ah, endlich mal eine schöne große Insel mal wieder. Bei mir war mal Karte drin, ich war angeblich nicht daheim. Ich war den ganzen Tag daheim. Das hatte ich auch schon oft gehabt, Newskeeper. Ja, glaube ich Weil es auch. auch immer montags, ne? Montags kommen ja meistens, also bei uns zumindest, auch immer keine Pakete. Ja. Sind ja montags immer so ausgelastet, die Leute. Also, vor allen Dingen, also ich hatte das mit Softice zum Beispiel gehabt, dass dann steht, ja, das Paket ist im Zustellfahrzeug, wird heute ausgeliefert. Und dann guckst du rein und dann guckst du rein und dann guckst du rein und dann steht mit mal, ja, konnte heute nicht zugestellt werden, weil, ja, vielleicht war ein Unfall gewesen oder die Arbeitszeit wäre dadurch überschritten worden oder was weiß ich. Fest die Ohren am Kopf. Tut mir leid, also. Das ist, nee. Wenn sie das doch schon im Auto drinne haben, dann können sie das doch auch ausliefern. Ja. Viele am besten am Anfang looten, 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 vergrößern, looten. Und wenn du ein bisschen gespoilert werden möchtest, dann guck dir gerne mein Video dazu an. Ich habe extra vor kurzem ein Video gemacht, ein Anfangsvideo. Ach, du hast Runa, sehr schön. Und sozusagen the first steps, was man alles in Raft macht. Aber bei Raft gerade am Anfang und sowieso immer looten, looten, looten. Alles mit dem Haken einziehen, alles looten, dann dein Raft vergrößern, weiter looten, die Inseln schnell mitnehmen, dann Anker bauen. Wenn du sobald du kannst, essen, trinken, gucken, dass du soweit gut bist. Ja. Netze bauen. Emsa, genau. Netze bauen ist auch mit das Erste, was man machen muss, damit der Loot gesammelt werden kann. Auch noch mal zusätzlich durch die Netze, ja. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch keine schlechte Idee, Holsten, ja. Oh, habe schon eine Angel auf der Hand. Müllwürfel eingesteckt. Ja. Raka! Hat du mich nicht bekommen? Hast du ausgeschlafen? Ja, gell? Bis 6 hast du gearbeitet, hast du gesagt, gell? Es fliegt kein Vogel und ich habe noch kein Schwein gesehen. Oh. Ist das eine tierlose Insel? Bis jetzt ja. Gebiet liegt Mama. Ich sehe auch kein anderes Tier hier. Ach, was eine Not. Oh doch, da ist ein Lama. Okay. Ein müdes Hallo. Hallo, Raka. Wie war die Schicht gewesen? Erzähl. Geht's da auch noch hin? Na, ich gehe erst mal hoch. Ich finde auch, die Packstationen sind mega, wenn sie funktionieren. Also ich habe auch, es gibt eine Packstation bei mir in der Nähe. Die funktioniert einfach nicht. Du drückst mit deinem Daumen und es geht nichts. Da denke ich mir immer, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da steht man eine halbe Stunde. Und dann gibt es aber andere Packstationen, die gehen so gut, die gehen so fix, die machen so Spaß. Also wenn es funktioniert, ist es schön.
Die Waschzibelinsel. Da ist er, die Waschzibelinsel. Die Schicht war der letzte mehr ist zwei Arbeitsmonturen komplett durchnässt und nach 6 Stunden Arbeit im strömenden Regen und 19 Kilometer Laufarbeit. Oh oh. Hoffentlich wirst du nicht noch mal krank, Racker. Gerade wieder gesund geworden, weißt du? Und dann schon musst du so. Regnet es einmal und du hast Dienst, weißt du, so von wie. Kacke. Entschuldigung. Wuff. Das war Maria, die gerade gebellt hat. Ja. Aus ihr kommt manchmal das Tier. Ich hab gehüstert. Meine Güte. Tiki, 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 tiki. Wunderschön. Was ist hier in mir, Junge? Ich merke an Stellen Muskeln, da dachte ich, da wären keine. Po-Muskeln zum Beispiel, oder? Maria lässt die animalische Seite raus. Das ist ja auch Vollmond im Game, genau. Maria wird zum Tier. Wie bei Michael Jackson Thriller. Michael, what's wrong with you? Ah! Bin dann lieber nicht anfangen, hier zu heulen. Maria! Aber was ist los mit dir? Wieso hast du so große Ohren? Meine andere Frage, weil mich das in einem Spiel schon irritiert hat, habt eine große tropische Insel, keine Beeren, dafür Ananas, Palmen, Mangos gefunden, auf der kein Screecher war. Hast du sowas schon mal gehabt? Ja, so wie die hier zum Beispiel, Emsa. Mhm. Also es kann auch sein, dass mal gar kein Tier auf den Inseln sind und dass der Adler auch mal nicht da ist, das kommt sehr oft sogar vor. Dann sei einfach froh, dass du keine Gegner hast. Das kann sehr gut sein. Hier ist ja jetzt auch nichts. Nee, nur ein Lama. Und ein Vogel. Ne, den habe ich nicht gesehen. Der ist beim Händler. Ach so, den habe ich trotzdem nicht gesehen. Mhm. Nachtblind. Geil. Sonst hast du ein Schwein gemacht? Also ich habe kein Schwein gefunden. Nee, ist auch kein Schwein da. Genau, die Insel habe ich da zu fassen. Nein, hatte 2 Wildschweine, einen Huhn und ich glaube einen Lama gesehen. Ja, aber wie gesagt, das ist ja random, was da spawnt, welches Tier spawnt und auch welcher Gegner spawnt. Und wenn du halt auch mal keine Gegnerinsel hast, so wie wir jetzt gerade, dann ist schön, ne? Dann ist ja gut. Gerade die Insel hier hast du oft, dass hier kein Vogel ist. Der olle blöde Aquaritchen. Ja. Dafür kannst du dann aber auch mal 3 Schweine haben. Ja, Fihilla, der Hai ist gemein. Das ist so. Der Hai ist leider gemein. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war. Also ich kann mich dran erinnern, wie gesagt, habe das Spiel auch schon seit Anbeginn gespielt. Seitdem die großen Inseln dazugekommen sind, ich bin auch gerade am Überlegen, ob der Adler immer auf den großen Inseln war oder ob das dann irgendwann so kam, dass auf einmal kein Adler am Start ist. Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Also wenn, dann ist es schon seit 2 Jahren so.
müsste ich meine alten Videos durchgucken auf YouTube. Wann ich habe bestimmt 100, also ich sag mal zu 100% mal ein Video gemacht. Was? Eine große Insel ohne einen Adler? Hundertprozentig. Dieses Video müssen wir finden und dann wissen wir, wann es war. Wann das bei mir war. Aber ich wette mit dir, das ist schon mindestens 2 Jahre her. Heute 35. Woche angebrochen. Die Lage wird ernst. Juhu! Ja, ist ja auch nicht mehr weit, Lilly. Ja, das stimmt. Es ist nicht mehr lang hin. Um 8 war ich im Bett und um 11.30 Uhr geht die Klingel. Derjenige konnte froh sein, dass ich heute das Bewegungsvermögen eines Faultiers habe, sonst wäre ich heute in den News. Versucht der Mord an Paketboten. Oh Gott, Racker. Hast du die Möglichkeit, eine Klingel auszustellen? Hat man, glaube ich, immer, ne? Aber ich wüsste jetzt bei mir auch gar nicht, wie. Was, Wolli? Was, Kale ist Grünkohl? What? Also, ich finde die letzte Ausgrabung wieder mal nett. Kann doch nicht wahr sein hier. Ja, habe ich mit Baseballschläger. Ja, genau, ne? Man kann eigentlich nur die Klingel ausmachen, wenn man Strom auch komplett ausmacht. Ja. Anders geht's nicht. Ich glaube, ich habe jetzt Mittagspause. Hallo, Heike. Das war schön. Genau. Ja, in so einem Haus habe ich auch mal gewohnt. Da gab es einen Schalter direkt neben der Klingel, dass du die auch ausmachen konntest. War nur manchmal blöd gewesen, dass du an dem Schalter gekommen bist, durch die Sprechanlage, hattest den Schalter umgekippt und naja, und dann war die Klingel aus, ne? Ist mir sehr oft passiert. Ach so, Wolli. Also wie die englischen Worte, alles, was das alles heißt, das habe ich keine Ahnung. Wenn du was nicht weißt, Wolli, immer The Deeple aufmachen. The Deeple ist ein guter Übersetzer. Man muss ja auch nicht jedes Wort auf Englisch können, gell? Ui, Alexander und Raka, geht's ahead? Ja, Mann, Frau Bonsa, wie Zeit. Ja, Mann. So sieht's aus. So, Zimmer ist gleich. Take a break, steht da. Take a break. Have a Kit Kat. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Man kann auch durch Spiele sehr gut Englisch lernen, finde ich, ja. Das ärgert mich manchmal ein bisschen bei 7 Days auch. Also bei 7 Days würde ich, glaube ich, manchmal gerne auf Englisch spielen, weil du auch voll oft nicht aufs englische Wort kommst. Und dann gerade, wenn jemand reinkommt und babbelt mit dir auf Englisch und dann fehlt mir einfach das englische Wort, weil du halt auf Deutsch gestellt hast. Bin kein englischer Koch oder geht, ne? Ich glaube, ich vergesse heute mal meine Diät und sündige bei Lieferando. Gönn dir, Racker. Gönn dir. Da brauchst du auch gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Kiddies haben jetzt jeder 12 von den guten Hähnchennuggets weggemuffelt. Geil. Ich bin auf jeden Fall ein sehr furioser Mensch, wenn ich hungrig bin. Oh Gott, ich auch. Also Hunger ist ganz, ganz schlimm bei mir, ja. Aber mir wird halt auch sehr schnell schlecht und schwindelig, wenn ich unterzuckert bin. Da habe ich ein kleines Problem. Durch das ganze Landangeln machst du die Angel auch kaputt, ja.
Oh ja, also bei diesem, bei Rewe, da gibt es doch diese schönen Buffet-Geschichten vom Salatmatze, ne? Die meinst du wahrscheinlich. Die sind alle lecker, ja. So richtig, Noob. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Servus. Ja, richtig, ja. Genau, Anja. Man muss nicht jedes Wort in Englisch wissen, stimmt. Ich gebe mich auch mit ein bis zwei zufrieden. Genau, Thüringe. Ja, wenn man es auch nicht muss, gell. Geht mir auch so, Chefin, habe heute auch wieder etwas Kreislauf, das nervt, ja. Ja. Man muss dann halt auch in dem Moment auf den Körper hören. Ich merke dann halt, oh je, jetzt verhungere ich. Ich merke dann halt, oh je, jetzt verhungere ich. Es passt auch, gell? Manchmal braucht der Körper zum Beispiel eher was Milchiges, ne? Oder dann eben mehr Fleisch. Oder da hör ich dann auch immer auf meinen Körper. Schreit dann immer mit meinem inländischen Kannheiß. Und der sagt dann, nee, heute Pizza. Alles klar. So. Mein Handy mag heute auch nicht. So, es kann sein, dass du mich gleich abholen musst. Ja. Sind ja Kummer gewohnt, ne? Ja. 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 Ja, Kreislauf ist blöd, Lilly. Aber ich habe das komischerweise auch erst seit ich Mama bin. Ich hatte vorher nie die Probleme gehabt und konnte auch mal, auch wenn ich gemerkt habe, ich habe Hunger. War jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich über diesen Hungerpunkt hinauskomme, aber wie gesagt, das ist erst seitdem, deswegen habe ich, wie gesagt, immer irgendwas zu knabbern in meiner Tasche, auch in meiner Handtasche. Eier, Eier, wir brauchen Eier. Richtig, Eier wäre auch geil zum Essen. Das ist auch so eine kleine Zwischenmahlzeit, ist auch so. Und sonst überlebe ich das nicht. Genau, Alter deine Schwester hat auch mal was in der Tasche. Nordmain. Ja, ne? Die wird aber auch aggressiv, wenn sie Hunger hat. Ja, oh Muss ja. aufpassen. Oh. Nicht, dass du die Hand irgendwo hinbekommst. Oh, wenn dann irgendwas ist, was? Oh Gott, ist ja gut. Dauert noch 5 Minuten, bis Essen da ist. Entschuldigung. Reicht dir dein innerer Karl-Heinz wenigstens auch dein Droppe? Ja, Emser, ja. Ich habe alles schon abgebaut, Mooskeeper, ja. Ein Bembel von der Frau Rauscher. Alter Nordmann, wie geht's dir denn? Hallo. Ich habe Eier zum Essen dabei. Ach, stimmt. Die habe ich wieder mal übersehen, so ist. Ja, das ist nur, das ist, ich teste euch, ne? Nur deswegen. Die Ohrwurm wird eingefordert. Oh ja, so ein gekochtes Ei oder Rührei ist schon was Feines. Ja, ne, Lilly? Ja. Und Ich mehr wollte noch Dankeschön für selber 100, essen, ey. für 111 Stunden und seit 3 Monaten und 4 Wochen am Start. Mega! Gerade am Kühlschrank gewesen und auf den Salat geschaut. Da kam mein innerer Hungermonk hervor und hält mir die gedankliche Knarre vorm Kopf und meint: Alter, wehe, ich brauche Fleisch. Ich passe ja auf, dass ihr aufpasst. Und wie Hiller, Dankeschön für fast 8 Stunden nach 11 Monaten und 3 Wochen. Ich singe auch ständig die Frau Rauscher vor mich hin. Geil. Teambuilding-Seminar überstanden und heute die Chefin beim Raven gucken. Ja, Mann, alter Notmann, mega. Ah, schön. Und Wolli, Dankeschön für 946 Stunden und seit 1 Jahr und 7 Monate am Start. Also ist ja auch bald die 1000 mit geknackt hier. Geil. So, jetzt erstmal was zu essen hole hier.
so. Utz, utz. Huch, wieso hat denn der die Chili jetzt nicht wegsortiert? Ich mag halt die nicht. Mit der verkehrten Kiste. Was zum Essen. Im Steak, meine ich. Nee, nee, es hat jetzt schon geklappt. Ich war nur verwirrt. Kann passieren, gell? Ist normal zu schlagen. Ja, ja. Richtig. Wer ist das nicht? Ja, richtig. Jetzt spiel das Lied. Ja, ist ja gut. Maria und Alexander, Stammtisch. Klong. Und das Partyboot, genau, Matze. Die Frau Rausche aus der Klappbergers, die hat ein Beul am Ei. Ob das vom Rausche, ob's vom Aale kommt, das klärt die Polizei. Hab Entzug und den Text vergessen. Ich habe ihn extra noch einmal gepostet. Frau Bonsai. In lang. Dann machen wir den jetzt noch mal in lang. Die Frau Rausche aus der Klappbäckers, die hat Beul am Ei. Ob das vom Rausche, ob's vom Aale kommt, das klärt die Polizei. Die Frau Rausche aus der Klappbäckers, die hat ein Beul am Ei. Ob das vom Rausche, ob's vom Aale kommt, das klärt die Polizei. Ob das vom Rausche, ob's vom Aale kommt, das klärt die Polizei. Ach, es ist so schön. Ich wusste, ich mache euch noch einen Ohrwurm. Hallo Obsten! Herzlich willkommen auch im Chat. Ach was, du streamst auch statt, du machst nur YouTube. Ja geil, schön, dass du hier gefunden hast. Ich schreibe es immer extra unten in den Streamtitel. Aber der Stream, also der Streamtitel vor allem, in den YouTube, ohne in den Kommentaren, weißt du, wo du reinschreiben kannst. Was meinst du, was ich da alles poste? Das liest keiner. Das nächste Mal lasse ich es weg. Habe ich mir 5 Minuten Arbeit gespart. In der Videobeschreibung nennt sich das. Genau, ich bin auch da. Juhu. Ja, schön, dass du auch hier gefunden hast. Freut mich. Und vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ist es richtig mit Obsten oder Absten? Wie wird das ausgesprochen? Hast du auch ein Lied vom Partybus? Ja, hallo Matze, warst du noch nicht bei einem Hype-Train dabei? Du hast noch nie einen Hype-Train hier mitgemacht, Matze. Was ist los? Mit U? Obsten? Nee, Matze, hör doch auf. Der Partybus. Hallo Kathi, bin auch reingepurzelt. Juhu! Na, alles klar. Ja, cool, Obsten. Ja, wie gesagt, cool. Herzlich willkommen. Jetzt bist du auch hier. Ja, auf YouTube werden Let's Plays und Livestreams sozusagen archiviert. Und auf YouTube, wie gesagt, laufen die ganzen Videos und vergangene Livestreams werden da, ja, archiviert, wie gesagt. Also auf Twitch wird alles gelivestreamt und auf YouTube wird alles archiviert. Genau. Den Text wieder ab hier in Gulasch heute. Hab gerade das Lied von der Frau Rauscher im Kopf. Ich sag euch das, es ist aber auch so ein schönes Schungellied. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das ist ja auch so. Wir sind ja virtuell an einem Stammtisch. Und dann sitzen wir alle an so einem schönen, großen Tisch und dann nehmen wir uns alle hier und dann wird geschungelt.
So habe ich mir das auch vorgestellt. Upsen, hast du schon alles durch von Raf, von mir? Stammtisch. Also alle 500 Folgen? Nochmal schunkeln, Matze. Das Lied ist so schön, gell? Ich sag die ganze Zeit, hoffentlich wird es uns nicht auf YouTube geclaimed. Dann haben sie uns bitte was genommen. Es wäre so schade. Oh, die Bretter. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Quasi. Ach ja. Ach, willst du den Text haben? Hier ist nochmal der Text von der Frau Rauscher. Wenn du den wieder innerlich singst vor dir. Ich hatte letztens Gildo hat euch lieb als Ohrwurm. Oh Gott, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Das habe ich oft sogar. Da denke ich mir, wie kam ich denn jetzt da drauf? Oh nein, jetzt habe ich ihn auch. Ich will nicht Ich singen. sing was anderes, mach was anderes an. Gummibären. Ja, Mann, genau. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Du kannst sogar nicht Skifahren. Heute Nacht war es so schön, so viel geregnet, dass Regentonne komplett voll geworden ist und jetzt wieder so schwül. Ach, hör doch auf, echt? Ja, voll weird. Oh nein, Matze. Das ist so, ich habe das Lied noch nie richtig gehört. Ich bin dem Ganzen schon irgendwie entkommen, schon die ganze Zeit. So, flupp. Wollen wir noch was auf der Insel? Hüpfen hier und dort und überall. Nein, wir können los. Ja, schön. Weißt du, was wir vielleicht auch immer mal anfangen können, beim Händler zu kaufen? Algen. Ach, hör auf. Du meinst die Silberalgen, ne? Okay. Swift to Fox, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Sind auch gar nicht so teuer, das geht eigentlich immer von weg. Ja. Also, du brauchst praktisch jetzt keine Rezeptgeschichten mehr, sondern als nächstes am besten Silberalge und ich mache weiter mit meinem Titanerz, ne? Ja. Okay. Gut. Tun wir irgendwas noch irgendwie anvisieren? Ich weiß nicht, wie weit sind wir denn jetzt von Varuna Point weg gewesen, weißt du das? Ich muss mal gucken. Ach, du bist ja auch da oben. 1600. Und jetzt gehen wir wieder in die Bisschen Richtung, fahren wir gerade wieder. wenig. Ich weiß nicht, wie weit wir weg waren, deswegen. Zwischendrin. Klausi. Ja, das ist ja das, ne? Ich glaube, das ist noch nicht weit gewesen. Oder doch mal nach Temperance, weil da auch viel Titanerz gibt. Oh ja, das ist auch eine Idee. Ja, ne? Trauen wir uns. Na klar. Trauen wir uns.
9, 3, 7, 5. Dankeschön, Rada. Für 526 Stunden und seit einem Jahr und 3 Monaten am Start. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Wir waren heute schon bei Baruna Point. Wir wissen bloß nicht, ob wir weit genug weg waren seitdem schon wieder. Ja. Richtig. Baruna Point für die Anglerfische, ja. Ja, richtig. Ja, Mann, Kaffee intravenös. Danke. Hallo, Dori. Was machen deine Wahlestunden? Hallo, Emsa. Uiuiui. Und EW, Dankeschön für 39 Stunden und seit einer Stunde am Start. Achso, Follower. Mhm. Ja, richtig. Dankeschön. War gerade sehr irritierend. Du machst das sehr schön mit dem Walisch. Ja. Wenn irgendwann mal Dory Teil 2 gedreht wird oder Nemo Teil 3. Nee, stimmt ja gar nicht. Also insgesamt Teil 3. Und die Anke Engelke kann die Dory mal nicht synchronisieren. Ich bin am Start. Krischi, danke schön für 290 Bits. Hallo. Was, Partybus? Oh, der Partybus ist am Start, Leute. Alle einsteigen. Ey, verrückt denn. So, jetzt Matze, jetzt kriegst du es mit, wenn der Partybus einrollt. Wer hat noch kein Ticket? Partybus ist am Start. Die Lichter leuchten, die Musik läuft. Ja, Mann. Wer will mit einsteigen? Oh Gott, Klausi. Stammtisch und Kati. Ihr wolltet doch nur den Partybus hören. Ihr wolltet doch nur den Partybus hören. Ich weiß es doch. Ich kenne euch doch. Dankeschön für ein verschenktes Sabra-Bonsai an Thun. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Heike. Dankeschön, Frau Bonsai. Oh Gott, Alexander. Der Clip, ey. Alexander, Dankeschön für 200 Herzchenwitz. Dankeschön. Der Partybus. Komm mal. Das wird ein mega Best-of, ey. Alexander, ich sehe uns schon am 8.10. 3 Stunden da hocken, weil wir nur Best-of machen. Das wird auch ein langes Best-of. Und Racker geht's!
Partybus. Ach, schön. Oh, das ist weit weg. Waren irgendwie 2000 Meter oder weil ich habe zwei Punkte gesehen. Ja, richtig weit, ja. Naja, vielleicht kann man dann danach, wenn das auch 120 ist, dann na, dann sind wir bestimmt weit genug weg gewesen. Der Partybus leuchtet, Leute! Alle einsteigen! Geil, Racker! Und Jens, Dankeschön für 5 Gifted Subs! An Martin, an John, an Kintaro, an Nikri und an Time Lady. Mega! Dankeschön! Ich hätte gerne bis Feierabend Mittagspause. Ja, Mann! Du bist vom Partybus abgeholt, Frau Bonsai! Oh! Der zweite Partybus muss einrollen, Leute. Ihr seid noch nicht alle mit drin. Der zweite Partybus rollt. Ein! Alle einsteigen! Er ist da! Er ist noch lange nicht fertig, Leute. Der zweite Partybus muss am Start sein. Was habe ich denn da jetzt reingetan? Der zweite Partybus rollt in den Hafen ein. Ja, Mann. Mr. JJ, Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön. Und John, Dankeschön für 42 Bits. Dankeschön. Der Bus holt dich an der Tankstelle, ja. Musste erst den Vogel auf einer Insel töten. Nee, das mache ich alles selbst, Mats. Ich bin der DJ. Ich bin der DJ. Mr. JJ, Dankeschön für weitere 200 Bits. Dankeschön. Ja, ich bin der DJ Nuki Nuss. So sieht's aus. Alexander, Dankeschön für ein Gifted Sub an Passatfahrer. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Alexander! Das Lied ist halt auch mega, ne? Oder? Das könnte man so im Durchlauf die ganze Zeit auch hören. Was, die Chefin hat der richtige Muckis? Nee, habe ich nicht. Sieht so aus, ne? Ich darf nur nicht winken. Ich darf nicht winken. Dann habe ich Flügel. Ah, Frau Bonsai, Dankeschön für 20 Herzchen, Bits. Dankeschön. Chicken Wings. Nein, nein, viel schlimmer, Kati, viel schlimmer. Ah, bei den Flügeln kann ich mitmachen. Ja, Mann, fliegen wir alle gemeinsam weg. Ich mach's aber jetzt nicht. Ja, oder das Lied ist so mega, ey. Mir wird heiß. Da hat eine Fliege mehr Muskeln, ja, das stimmt. Sowas kannst du dir denken, aber nicht sagen. Echt mal.
Ja, ich habe schon Probleme. Ich habe schon Probleme, manchmal ein Bierglas oder so zu heben, weil es mir zu schwer ist. Ja, aber das steht dazu. Aber Flughähnchen sind knuffig und cool, wenn sie ihre Arme abspreizen und dann die Flügel rausbekommen. Voll lieb. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Dankeschön, Mr. JJ, für 300 Bits. Und Dankeschön, Jens, für 500 Partybits. Dankeschön. Leute, guck mal, wo wir drauf zufahren. Ich meine, wir können ja mal reinschwimmen, gucken, ob was da ist, aber. Ach, lol. Oh, danke schön, Mr. JJ, für 700 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh Gott, der dritte Partybus muss einrollen, Leute. Ihr verrückten Hühner, ey. Wer ist noch nicht dabei? Wer muss noch mit? Wer hat noch kein Ticket? Ihr verrückten, ey. Frau Bonsai, Dankeschön für 10 Herzchen-Bits. Jetzt hatte ich so Lust auf Eier, dass mein was Macker mir welche gekocht hat. Geil, Lilly. Das ist auch wichtig. Eier sind auch gut. Aber Flughörnchen-Wolli muss ich mir merken. Ich kenne das, dass man ein Engel ist. Aber Flughörnchen, vielleicht bin ich ein Flughörnchen. Ich kenne das nur mit Engel brauchen Flügel. Richtig, wir brauchen auch die Eier. Partybus Nummer 3, ihr seid verrückt, ey. Und Mr. JJ hat gerade ein neues 1000-Bit-Abzeichen erhalten. Ja, Mann! John, vielen lieben Dank für 100 Bits. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß es nicht, die Kunst ist nicht song. Die sind alle Partyboot-verrückt. Partyboot vor allem. Für die Bits. Vielen Dank, wie lieb von dir. Mr. JJ, vielen Dank für 1000 Bits. Dankeschön! Mega! Oh, und Racka, Dankeschön für 5 Gifte Subs! Dankeschön! Und Zakea, die Bonnie Wolf, Nex, Cordonana und Katzmann. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis! Mega! Dankeschön, Racka! Dankeschön! Party am Vizefreitag, ich sagte das schon. Die verrückten Hühner, ne? Dankeschön! Wir sind wieder da. Ja! Und hier riecht es überall gerade nach Essen. Oh, das ist gemein. Lanari, danke schön für 200 Bits. Danke schon. Ja, Mann, mega Zuchti John! Schnelles rein raus. Es hört nicht auf, Leute. Es hört nicht auf. Nur durch euch. Der dritte Partybus. Der dritte Partybus, Leute. Oh
Mr. JJ, Dankeschön für 100 weitere Bits. Dankeschön. Was so? Ich war beim Friseur, um mich für Frau Zocker so hübsch zu machen, aber eigentlich wollte nur ein Winterfell loswerden. Geil, kein Rudolf. Ja, ist auch besser bei dem Wetter. Weniger Haare auf dem Kopf, gell, ist so. Partybus Nummer 4! Kann nicht mehr, ey. Ey, ihr verrückten Hühner, ne? Alexander, danke schön für 100 Partybits. Und Jens, danke schön für weitere 5 Gifted-Tops. An Technofox, Multa, Kati, Romian und Evid. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Jens! Und Mr. JJ, Dankeschön für weitere 100 Bits. Oh, ihr macht mich fertig. Also 4 Partybusse hatten wir noch nicht gehabt, ne? Alter. Ihr verrückten Hühner, ey. Einmal ist immer das erste Mal, ja. Dankeschön, Mr. JJ, wieder für 100 Bits. Dankeschön. Macht mich ganz sprachlos. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die beim Hype Train mitgemacht haben für 17 Gifted Subs und 4262 Bits. Vielen, vielen lieben Dank und ganz viel Spaß mit euren neuen Emotes. Dankeschön! Ah. Ja, Mann, die Taube. Ich liebe die Taube, Leute. Ich finde die so gut. Stammtisch. Das würde ich mir auch noch wünschen, wenn Twitch das integriert, dass man als Streamer seine Lieblings- Emotes, die jeder benutzen kann, zum Beispiel favorisiert, irgendwie so legt, dass man sagt, ich als Streamer finde aber die und die und die, die jeder auch benutzen kann, also nicht nur meine eigenen, sondern halt die, die jeder benutzen kann, die finde ich gut. So, irgendwie, weiß ich nicht. Das fände ich auch noch cool, wenn das ginge. Ja, ne, Frau Bonsai, finde ich auch. Ich brauche Disco-Licht, ja. Küplinor, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! Ah. Lilly, Mr. JJ! Long. Ja, Disco-Licht wäre auch noch was, ja. Oder dann ziehe ich mir so eine Lampe auf. Noch mit Umleuchte auf dem Kopf. Ja. Oh, schön. Ah, ich warte da, wo die Quallen immer so auf und ab dingsen da in dem Raum da, ne? Da bist du schon, okay.
Arbeit ruft. Frau Bonsai, lass dich nicht ärgern. Vielleicht bis später. Oder bis die Tage. Wo bekomme ich das Lied her? Das ist das Lied vom Partybus vom Gasstation-Simulator, Fihila. Ist ein Ohrwurm, ist mega, ne? Eine Nebelmaschine, Matze, das wäre auch lustig. Ach, tausche 25 Titanium-Koffer gegen Tiki-Figur. Ich glaub's dir, Mr. JJ.